Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt No Man's Sky. Mit dem letzten Update Prisms und ja, neue Aufnahmesession. Gerade mal geschaut, wir sollen den Terrain-Manipulator bauen, aber hier gibt es im Umkreis auch noch ganz viele tolle Sachen, die das Leben leichter machen. Die nehmen wir eben mal mit. Und bei dem Messenstein waren wir auch noch nicht. Ich habe das Viking-Wort für, ich habe es nicht mehr lesen können, gelernt. Aber wir gehen hier mal ein bisschen rum. Wisst ihr was? Die Dinger erinnern mich fast an die Maywings von Ark. Ich habe gerade ganz harte Flashbacks. Multiwerkzeug, Raumschiff. Wo haben wir denn diese Kreaturenkugeln? Kann ich die nicht herstellen? Hm. Nö. Ist ja doof. Warum kann ich die denn nicht herstellen? Kreaturenkugeln erforderlich. Ja. Stell ich doch im Exo-Anzug her, oder nicht? Sind aber hier nirgendwo. Aber vielleicht kommen die noch mit der Zeit. So, jetzt wollte ich hier mal gucken. Sterndorn. Ah, Gefahrgutschutzhandschuh erforderlich. Aber hier. Hinten ist noch irgendein Tier, was wir noch nicht haben. Hier war doch eben gerade irgendein Tier, was wir noch nicht haben. Vielleicht war es auch das. Die Sonne geht auf. Wie schön, wie schön. So. Was wir aber auch noch haben, ist. Oh, ich sehe gerade. Das war ja der paradiesische Planet, ne? Wir haben hier auch noch ganz viele Wissensteine, die ich gerne mitnehmen würde. Hier unten haben wir noch Loot. Loot, Loot. Ja, nehmen wir mal an uns. Lebenserhaltungsgel. Okay. Und ein Mikroprozessor. Ja. Beides nicht schlecht. Jetzt haben wir da noch ein 8000 Schritte zurückgelegt. Cool. Dann müssen wir erstmal warten, bis das weg ist. So. Das Viking-Wort für tot gelernt. Okay. Ist ja jetzt nicht gerade so mein favorisierter. Oh, da sind auch noch zwei. Machen die das Geräusch? Viking-Wort für ich gelernt. Noch ein Reisemeilenstein erreicht. Schüler, 8 Worte gelernt. Yeah. Das Viking-Wort für du. Ich und du haben mal gelernt. Oh. Sehr cool. Die hatten wir schon alle. Und da Platz.
Nice. Ja, wir sollen immer noch, ich weiß, den Terrain-Manipulator herstellen. Gerade mal gucken. Hier haben wir ihn doch. Die Wasserstoffgelee, Hammer. Was brauchen wir? Kohlenstoff-Nanorohr, 2 Stück. Kohlenstoff-Nanorohr. Zweimal. Kohlenstoff. Schau gerade mal, wie viel wir noch haben von allem. Die Wasserstoff brauchen wir ein bisschen. Kristallfragment. Sind beide die Wasserstoff geworden? Das ist gut. Ritstaub haben wir auch ganz wenig. Lebenserhaltung sollten wir mal auffüllen. So, jetzt haben wir noch zweimal die Nano-Röhren hergestellt. So. Hätte so gerne Kreaturenkugeln für dich, aber ich weiß nicht, wie ich die herstellen kann, Schätzelein. Aber hier haben wir noch nichts. Sieht immer so cool aus, wenn die über einen rüber düsen. Also diese Geschäftigkeit hier in dem Spiel, dass sich ständig irgendwo was bewegt und irgendwo wir gerade in eine Felsspalte rutschen. Hilfe? Man sollte auch vor sich gucken, wo man hingeht. Herrschaftszeiten. Hä? Ist kaum zu sehen, das Ding hier. Das ist so süß. Ein bisschen analysieren. Ich mache das halt so unglaublich gerne, hier neue Sachen zu scannen und die Planeten zu erforschen. Das ist einfach entspannend. Wenn diese Dinger nicht überall rumstehen würden. Ah, die. Ja, hier haben wir auch nochmal Natrium. Aber Sauerstoff. Wenn das schon so rumsteht, nehmen wir es auch mit. Oh. Minenlaser. Terrain-Manipulator. Blitzwerfer. Okay. Oh, die sind auch noch nicht analysiert. Na sowas. Das hier war, glaube ich, der paradiesische Planet, ne? Juhu! Hier haben wir einen vergrabenen Vorrat. Moment. Oh. Ach, guck an. Eingedellte Strahlungskammer. Ach was. Wie gesagt, ich habe das Spiel nie ausführlich gespielt. Und auch nie sehr intensiv. Ich habe ein paar Mal angefangen, aber bin nie weit gekommen. Von daher sind solche Sachen echt Neuland für mich. Oh, auch noch nicht analysiert. Das mache ich halt unheimlich gerne. Sachen analysieren. Drimsnium. Drimsnium. Bringt 500. Oh. Wieder ein Reisemeilenstein erreicht. Geht aber im Moment flott. Geldmacher, 150.000 Units verdient, was? Aber ich habe doch gar nichts verkauft. Ich meine, die Dinger hier. Die können wir immer noch nicht mehr herstellen.
Die rangieren wir mal aus. Eingedellte Strahlungskammer, geborgener Gegenstand. Eine beschädigte Technologiekomponente die von ihrer Maschine abgestoßen und von ihrem Besitzer vernachlässigt wurde. Wertlos und nur als Schrott verwertbar. Wähle sie im Inventar aus und verarbeite sie mit E, um daraus nützliches Material zu gewinnen. Och. Reines Ferrit haben wir dadurch gekriegt. Ein Silikatpulver, ein häufiges Mineralelement, das in den Gesteinsschichten aller felsigen Welten zu finden ist. Lässt sich mit einem Terrain-Manipulator leicht abbauen. Grabe irgendwo einen Tunnel, um mit dem Abbau zu beginnen. Verarbeitet es in einer Raffinerie, um Glas herzustellen. Aha. Ja, nice. Wir bräuchten nur langsam mehr Platz, ne? Was haben wir hier eigentlich noch für eine Technologie? Sauerstoffwiederverwerter. Ermöglicht die Grundkapazität des Lebenserhaltungssystems und nee, erhöht die Grundkapazität des Lebenserhaltungssystems und ermöglicht es so, dem Benutzer länger ohne Aufladen zu überleben. Plus 10. Why not? So, die haben wir jetzt auch installiert. Hast du mich erschrocken, kleiner Mann? Ich würde dich echt gerne füttern, aber ich kann die Dinger irgendwie nicht herstellen. Keine Ahnung warum. Oh, nicht identifizierte Pflanze. Wir müssen auch gleich mal unsere ganzen Dinge, die wir so gescannt haben, auch mal wieder hochladen, würde ich sagen. Oh, hier kriegen wir Sauerstoff raus aus der Pflanze. Das ist nice. Was sind die besten Pflanzen, meiner Meinung nach? Aber ich lese auch so oft, dass irgendwelche Leute so Iridiumfarmen und sowas machen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Oh, jetzt haben wir da wieder was weggeblasen. Haben wir da wieder was weggeblasen, wo würde hiervon gerne ein Foto machen. Der ist ja voll süß. Ändern Kuh? Der ist ja putzig. Ja, war voll süß. Ja, nicht süß. Ja, der voll süß. Oh mein Gott, ist er süß. Er hat Hörnchen. Ja, ich weiß. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ist unser Schiff? Oh je. Ja, ach, da hinten steht es ja schon. So, mal gucken, haben wir noch irgendwas? Da hinten haben wir noch einen Wissensstein. Was war da? Monolith. Paraffinung, Kupfer. Sammel Kupfer. 120. Ja, dann gehen wir noch mal hin Kupfer sammeln, oder? Einmal markiert. Hui. Die kleinen können wir abbauen hier, aber die großen nicht. Wir haben hier auch kaum Wächteraktivität. Also ich weiß nicht, ob wir nicht hier unsere Grundbasis, so diese erste Homebasis, ja, ich weiß, das war links, ich möchte aber jetzt erstmal nach rechts. Aua! Boah! Aua! Naturweide von Erfording, Region des Planeten Tagenu, entdeckt. Okay. Wir haben hier noch Wissenssteine.
Ah, das jetzt rausgeholt oder nicht? Ja, ne? Boah, diese Pflanzen sind so nervig. Die Dinger finde ich ja so nice, ey. So einen würde ich gerne zähmen. Wie das Zähmen funktioniert, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ach, hier brauchen wir insgesamt fortgeschrittenen Laser für. Okay. So, jetzt haben wir hier einmal Projektilmunition, Natrium, Projektilmunition und nochmal Natrium. Hier haben wir noch einen Wissensstein. Und irgendwo haben wir doch da. Ich weiß, die haben Angst vor mir, wenn ich den Laser benutze, aber ich versuche eigentlich in der Regel, die nicht zu treffen. Beschädigte Maschinerie. Verrätstaub. Hört ihr das? Das hat sich gerade angehört wie eine Sirene. Habe ich die schon? Echt, die habe ich schon? Ja, creepy aus. Ich glaube, ich habe jetzt hier in der Ecke alles, oder? Ach ne, hier ist auch noch. Hier wollen wir auch noch nicht. Gesundheit auf Maximum. Projektilmunition. Sauerstoff. Natrium. Hier hinten ist unser Schiff. Wo hatte ich eigentlich das? Das ist jetzt schon wieder weg. Ich hatte doch irgendwo. Ach, hier ist das Kupfer, oder? Ja. Hier haben wir jetzt eine Ressourcenansammlung. So, jetzt nutzen wir den Terrain-Manipulator. Hammer. Konnte auch irgendwie. Irgendwie konnte ich auch mal die Größe wechseln, was er abbaut. Und es scheint irgendwie nicht mehr zu gehen. Vor allen Dingen hat man auch nicht mehr diesen runden Ball hier. Ah, doch, Größe ändern. Jetzt mittels Mausrad drücken. Größe ändern, RT. Hä, was ist das jetzt? Die Anzeige ist irgendwie anders. Steht aber leider nicht bei was. So, Größe ändern. Genau. Oh, jetzt habe ich da wieder was da hinzugefügt. Oh. Wir üben noch, ne? Oh. Ne? Was ist das? Kletten? Wiederherstellen? Abbauen? Aber bei Abbauen? Ah, R und T. Genau, wir machen das Kleinste. Weil bei dem Kleinsten kriegen wir am meisten raus. War zumindest früher so und so wie ich die Sache jetzt sehe, ist das auch jetzt noch so. Dann guck mal, wie viel jetzt. Wir haben eben das halbe Ding hier weggemeistert mit dem größeren Strahl und hatten nur 16 Kupfer oder so. Und mit dem kleinen kriegen wir jetzt viel mehr raus. Es wird schon wieder nach. Die Folge ist auch vielleicht schon wieder rum. Ich muss mir mal ein bisschen angewöhnen, nicht so ganz lange Folgen zu machen. Ich schaffe das zeitlich im Moment nicht. Von daher, wenn sie mal länger oder kürzer werden, also es ist jetzt nicht so, dass ich
einen Wecker neben einer Tastatur stehen habe, aber sie sollten nicht länger als 20, 25 Minuten werden. Weil es ist natürlich alles halt ein zeitlicher Faktor. Aber ja. Und hier passt es eigentlich immer relativ gut, weil nach 20 Minuten ist immer Nacht. Von daher würde ich sagen, ich baue jetzt hier noch das Kupfer weiter ab. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Boah, es gehen die mir auf den Zeiger. Diese Pflanzen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.